Hi, ich bin der Simon von E-Bike News und heute testen wir ein günstiges E-Mountainbike und zwar das Escute Voyager. Das Escute Voyager ist ein günstiges Hardtail E-Mountainbike für die Fahrt auf den etwas raueren Untergründen. Ausgestattet mit einer Federgabel, breiten, gut profilierten Reifen, einer 7-Gang-Schaltung und Scheibenbremsen kannst du mit diesem E-Bike auch jenseits des Asphalts punkten. Dass das E-Mountainbike jedoch eher für den gemütlichen Geländeausritt als für den Trail gedacht ist, zeigt bereits die Ausstattung. Display sowie Vorder- und Rücklicht sind ab Werk dabei und auch eine elektrische Hupe. Das E bei diesem Preiskracher kommt vom Bafang Heckmotor. Seine 32 Newtonmeter klingen auf dem Datenblatt zunächst wenig, sind bei einem Heckmotor jedoch völlig in Ordnung. Auf der Ebene schiebt er spürbar an und auch bergauf unterstützt er super. Versorgt wird der Motor über einen Akku mit einer Kapazität von 508 Wattstunden. Für ein E-Bike dieser Klasse ist das ebenfalls voll okay. Vor allem, weil der Akku sauber und nahtlos im Unterrohr untergebracht wurde. Mit dieser Ausstattung fährt Simon nicht nur auf den offiziellen Wegen, sondern auch gerne ein kleines Stückchen über die engeren, anspruchsvolleren Pfade im Wald. Das E-Bike steckt für seinen Preis einiges weg. Der Ausflug über Stock und Stein bereitet keine Probleme. An Sprünge oder Drops wagen wir uns aber aufgrund der Preisklasse lieber nicht. Was sagt Simon zu dem Bike, nachdem er das Voyager ausgeführt hat? Ja, wir waren mit dem Voyager jetzt schon ein bisschen im Wald unterwegs. Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, gerade vom Motor. Der ist in den untersten Unterstützungsstufen auch wirklich stark und schiebt dich ohne Probleme auch einen Berg hoch. Hätte ich so nicht erwartet. Macht wirklich Spaß. Was ich auch gut finde, ist die Federgabel. Zwar nicht die Federgabel an sich, denn die ist wirklich recht günstig, was aber bei dem Preis auch zu erwarten war. Aber es gibt eine Lockfunktion, das heißt, ich kann die Federgabel feststellen und dann rappelt und wackelt auch nichts. Das ist gut, das gefällt mir. Ja, jetzt fängt es gerade ein bisschen an zu regnen, oder es regnet schon seit 2 Minuten. Das ist ein guter Schwenk, die Schutzbleche zu erwähnen, denn Escute packt bei dem Bike 2 Steckschutzbleche dazu. Das ist zwar gut gemeint, aber nicht wirklich brauchbar. Das rappelt alles wie Sau. Aber wir machen mal den Schlammpfützen-Test und gucken, ob alles sauber bleibt. Für diesen besonderen Test muss Simon wieder in den Wald. Den Test macht er zur Sicherheit nur an einer kleinen Pfütze. Simon darf sogar seine Jacke wechseln. Besser ist das. Wie erwartet halten die Schutzbleche den Schlamm nicht wirklich fern. Doch man sollte ein E-Bike nicht nur an den Schutzblechen messen. Denn der Rest des Voyager macht bei unserem Test ein ziemlich gutes Bild. Simon fährt es über groben Schotter, nassen Rasen und rauen Asphalt. Alles ohne Probleme. Was kann man in dieser Preisklasse schon mehr erwarten? So ein Tag mit dem Escute Voyager. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, denn ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Fahrrad für so wenig Geld gibt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich das Bike uneingeschränkt empfehlen würde, denn mit einem Mountainbike hat es natürlich nicht so wahnsinnig viel zu tun. Es ist auch kein Trailbike. Ich denke, dafür ist es aber auch nicht gedacht. Man kann es super flexibel einsetzen. Die Ausstattung ist wirklich in Ordnung. Die Shimano Tourney Schaltung macht einen guten Job an dem Fahrrad. Die Federgabel ist nicht gut, aber brauchbar. Es ist ein Licht mit dabei, gefällt mir richtig gut. Die Hupe finde ich klasse. Gerade wer schwankt vielleicht zwischen dem Escute Voyager und dem Wayfarer, würde ich wirklich auf das Voyager gehen, denn das ist alles ein bisschen stimmiger alles, auch von der Geometrie her. Ja, von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung dafür. Wir haben manchmal auch einen Rabattcode dafür. Wenn es einen gibt, verlinken wir den auf jeden Fall unter dem Video. Ja, viel Spaß damit!